Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Das ist Steffi hier und mein Name ist Sebastian. Heute geht es um eine Trennwand bzw. einen Raumtrenner. Wir wollen einen Raum trennen und die Trennwand, die wir gebaut haben, die befindet sich hier in diesem Hintergrund. Und wie ihr das Ganze machen könnt mit Schiebetür. Das Ganze ist nämlich eine Schiebetür. Das erfahrt ihr in diesem Video Schritt für Schritt. Wir wünschen euch ganz viel Spaß dabei. Genau, könnt ihr uns ein bisschen beim Werkeln sehen, das erste Mal Trockenbau. Genau, für mich ja auch. Und das ganze Video ist in Zusammenarbeit mit der Firma Wolfkraft entstanden und nun wünschen wir euch ganz viel Spaß dabei. Genau. Beim Lala Zuschauen. Bis gleich. Depp. Komischerweise ist durch die Trennwand der Raum gefühlt größer geworden. Ob es an der Tapete liegt, weiß ich nicht so genau. Als allererstes markieren wir uns erstmal, wo der Raum genau aufgeteilt werden soll. Und das machen wir natürlich mit einer Wasserwaage. Ich habe jetzt schon eine ziemlich große von 2 Meter und die muss man natürlich dann zweimal ansetzen. Das sind im Grunde dann unsere Hilfslinien. Im nächsten Schritt müssen wir die Länge unserer Holzkonstruktion bestimmen bzw. der Dachlatten. Und dafür habe ich mich für einen Laser entschieden. Dieser hier liegt bei 20 Euro und der misst exakt die Länge, die wir benötigen. Das gewünschte Maß könnt ihr dann mit Hilfe eines 3D-Winkels auf der Dachlatte übertragen. Den Zuschnitt könnt ihr mit einer Stichsäge machen, mit einer Handkreissäge oder einer Handsäge. Hierbei kommt es nicht exakt auf einen 90-Grad-Winkel drauf an, denn das Ganze dient ja nur als Konstruktion. Kleine Unebenheiten zum Mauerwerk könnt ihr mit einem Dichtband kaschieren bzw. abdichten. Dieses gibt es auch von Rolle, beispielsweise in 5 oder 10 Meter, auch in unterschiedlichen Farben und Stärken. Im Anschluss zeichnen wir unsere Bohrlöcher an. In dem Falle von unten ungefähr 30 cm und dann alle 70 bis 80 cm. Diese bohrt ihr dann mit einem Holzbohrer vor, haltet die an eure angezeichnete Linie und überprüft das Ganze mit einem Multitektor. Es könnte ja durchaus sein, dass sich dort in der Wand Stromleitungen oder Wasserleitungen befinden. Und im Anschluss könnt ihr das Ganze mit einem Steinbohrer vorbohren. Um die aufrechten Latten zu befestigen, verwende ich sogenannte Schlagdübel. Die haben eine Länge von 200 mm. Diese werden dann im Anschluss festgeschraubt und spreizen sich dadurch. Bevor ihr die Schrauben oder die Dübel komplett festzieht, solltet ihr das natürlich vorweg mit einer Wasserwaage kontrollieren, ob das alles im Lot ist. Im Anschluss wird dann der erste Querbalken gesetzt. Mit Hilfe zweier Winkel fixieren wir den grob und können ihn dann im Anschluss oben in die Decke befestigen. Die Winkel sind recht nützlich, denn damit können wir dann später unser Ständerwerk aufbauen. Und nun kümmern wir uns um die untere Einteilung bzw. zeichnen uns wieder eine Hilfslinie an, wo der unterste Balken oder die unterste Dachlatte dann befestigt wird. Ganz wichtig, denkt bitte daran, dass ihr hier Platz lasst für den Eingang bzw. für die Schiebetür. Von Mitte zu Mitte haben wir in etwa 600 mm, sprich das ist dann eine Breite, eine Rigelsplatte. Ihr seht auch, dass die Pfosten komplett durchlaufen und zur Stabilisierung haben wir nochmal 2 Querträger eingeschraubt. Diese könnt ihr beispielsweise ganz normal mit Schrauben verschrauben, einfach quer. Da müsst ihr das Ganze auch nicht unbedingt vorbohren. Wichtig ist, dass ihr darauf achtet, dass die Dachlatte bzw. das Ständerwerk einseitig bündig ist, damit wir nachher keine Unebenheiten haben bzw. böse Überraschung. An schwierigen Stellen, wo ihr diese Verschraubung nicht vornehmen könnt, könnt ihr dann natürlich diese 90-Grad-Winkel nehmen. Am Ende sieht das Ständerwerk so aus. Wichtig ist natürlich, dass das alles in Lot ist und alles fachgerecht bündig und dass der Abstand von 600 mm stimmt.
Natürlich gibt es noch andere Systeme, so ein Ständerwerk zu errichten, aber für uns war Holz einfach die bessere Wahl bzw. das schönere Material. Und nun werden wir das ganze Ständerwerk verkleiden und eine Wand draus machen. Und das Ganze könnt ihr schrauben, zuschneiden mit einem Cutter und ganz einfach anzeichnen. Und zwar handelt es sich hierbei um Rigipsplatten. Um diese Platten zuzuschneiden, gibt es unterschiedliche Hilfsmittel bzw. Schienen von der Firma Wolfcraft. Ich werde euch jetzt alle, die ihr jetzt hier sehen könnt, unten in der Videobeschreibung verlinken. Beispielsweise könnt ihr die Platten auf Länge zuschneiden, aber auch auf Breite, wie ihr sehen könnt. Wir ritzen quasi beide Seiten an und dann könnt ihr das Ganze durchbrechen, wie als wenn ihr Fliesen schneiden würdet. Aber es ist um einiges einfacher und macht wirklich eine Menge Spaß. Um die Schnittkanten zu bearbeiten, gibt es im Grunde drei Möglichkeiten bzw. zwei. Wir haben jetzt hier einen Phasenhobel, damit fasst ihr bzw. hobelt ihr eine schräge Schnittkante heran und eine gerade, damit wir später nachher genügend Spachtel auftragen können. Und wir haben so eine Art Raspelhobel, damit könnt ihr die Platten, falls es vonnöten ist, nochmal ein bisschen nachraspeln bzw. hobeln. Das ging wirklich sehr, sehr gut und damit könnt ihr auch beispielsweise eine kleine Faser heranschleifen oder Platten auf Maß mit dem Rahmen hobeln oder schleifen oder raspeln. Kleinere Ecken könnt ihr aber mit Hilfe eines Anschlagwinkels und einem Cutter selber einritzen und dann beispielsweise mit einer Kneifzange abbrechen oder per Hand. Das überschüssige Material kannst du dann auch mit dem Cutter noch mal ein bisschen nachsägen oder schneiden oder feilen. Wie gesagt, das Material Rigips ist wirklich sehr, sehr einfach zu bearbeiten und deswegen macht es auch so einen großen Spaß, damit die Wand jetzt zu verkleiden. Um die erste Platte anzusetzen, verwenden wir hier einen tollen Bithalter, der reguliert nämlich die Schraubentiefe. Sprich, die Schraube muss ein bisschen versenkt sein, damit die dann später übergespachtelt werden kann. Wenn sie übersteht, ist es nicht so schön, denn nachher drückt sich dann beispielsweise die Schraube durch die Tapete durch. Ihr solltet auch spezielle Rigipsschrauben verwenden, die beispielsweise eine Grobgewinde für Holz haben und die nicht rosten können. Denn wenn die irgendwie Feuchtigkeit ziehen und anfangen zu rosten, kann sich das dann später durch die Farbe oder durch die Tapete schlagen. Ringsherum zum Wand- und zum Bodenbelag haben wir etwa 5 mm Luft gelassen. Das ist dann unsere Dehnungsfuge. Und dann können wir auch loslegen und Stück für Stück die Rigipsplatten zu montieren. Wichtig ist auch hier, dass ihr die immer versetzt zueinander anschraubt, damit wir nicht nachher so eine Art Kreuzmuster haben, sondern dass das Ganze immer schön versetzt. Jetzt kommt der Feinspachtel zum Einsatz. Diesen könnt ihr ganz normal mit Wasser anrühren. Der sollte natürlich nicht zu fest sein und nicht zu flüssig. Und dann könnt ihr das Ganze mit einem breiten Spachtel in die Fugen einfügen. Hierbei ist zu achten, dass es durchaus sein kann, dass ihr das Ganze zweimal auftragen müsst, damit das Ganze schön verschlossen ist. Für Geübte reicht einmal und die müssen sogar das Ganze nicht nachschleifen. In unserem Fall müssen wir das Ganze nachschleifen. Da gibt es auch wieder tolle Tools von der Firma Wolfcraft. Einmal hier diesen Flächenschleifer per Hand. Damit könnt ihr überschüssiges Material schön bündig schleifen oder diesen Teller, den ihr mit der Teleskopstange bedienen könnt, an Stellen, wo ihr nicht so einfach rankommt ohne Leiter. Hier ist es jetzt wichtig, dass wir die Fläche komplett bündig oder eben schleifen, um die dann anschließend zu streichen oder zu tapezieren. Hier könnt ihr auch noch mal sehen den Versatz der Platten. So in etwa sollte das aussehen. Im Anschluss haben wir die Wand mit einer Fließtapete tapeziert und nochmal eine Schiebetür versehen. Wie ihr tapezieren könnt, darüber gibt es ein extra Video, das werde ich dir mal hier oben verlinken. Und wie du die Schiebetür bauen kannst, das Video findest du auch direkt unten in der Videobeschreibung. Fertig ist das ganze Projekt. Ich finde, das ist richtig cool gelungen. Hat Spaß gemacht, war viel Neues für mich speziell dabei. Für mich Aber ich auch. fand es, für dich auch, aber ich fand Na. es echt super interessant und
Also ich finde es einfach mega, wie man aus einem Raum einfach jetzt plötzlich so zwei so verschiedene Räume gestalten kann, die auch unterschiedlich genutzt werden. Genau. Und also sie sind begeistert. Gefühlt ist es wirklich größer, hätten wir jetzt nicht gedacht. Wir haben gedacht, dass dieser Vorraum hier, dass er dadurch kleiner wird, aber. Und total beengt. Ja, und so, mit der richtigen Tapete, irgendwie mit der richtigen Farbe, ne, dann da richtig toll geworden. Eine andere Sache. Jetzt fragt sich bestimmt der ein oder andere, Holz- oder Metallständerwerk. Es ist letztendlich euch überlassen. Es gibt mittlerweile ganz, ganz viele verschiedene Systeme auf dem Markt, womit ihr Trennwände ziehen könnt. Derjenige, der das gewerblich macht, da verstehe ich da schon, dass er Stangen an Metallprofilschienen hat. Übrigens, passende Werkzeuge oder Equipment gibt es auch von der Firma Wolfkraft, werde ich auch mal unten in der Videobeschreibung verlinken. Mhm. Aber letztendlich haben wir uns einfach für das Thema oder für Dachlatten entschieden. Sind jetzt nicht unbedingt günstiger durch die Zeit geworden, aber es ist für uns, ich finde... Wir können damit besser arbeiten irgendwie. Ja, oder? Also ich arbeite auch gerne mit Metall, aber es ist, ich denke mal, das ist für den Laien viel einfacher, ne, Holz anzufassen, also zu arbeiten und so. Aber lasst es uns doch wissen, wir sind gerne auf eure Meinung gespannt und ja, wir hoffen, euch hat das Ganze gefallen, wie immer Feedback. Ja, genau, lasst einen Daumen oben da, kommentiert gerne, stellt Fragen, also... Genau. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Da bauen wir die Schiebetür zusammen. Das Video verlinken wir euch mal hier. Und wenn ihr uns noch nicht abonniert habt, abonnieren. Ansonsten bis nächsten Freitag dann. Ciao. Genau. Tschüss. Machst du jetzt einen Kaffee? Gibt immer zum Schluss Kaffee. Komm her. Kaffee.